to Al-Qaeda. Our scientists warned us, Americans, people don't understand. To kill a million people. It is too late to stop Iran's nuclear program. Die Analyse von Strippenziehern, salopp formuliert, die hinter den Kulissen der Weltpolitik die Mächtigen beeinflussen, ist der zentrale Schwerpunkt der Forschung. Wolfgang Eggert, herzlich willkommen. Als Historiker und Publizist, Verfasser von zahlreichen Büchern, die sich mit diesem Thema befassen, wie muss man sich das vorstellen, dass hinter den Kulissen im Grunde genommen Strippenzieher existieren, die eine ganz konkrete, biblische Botschaft vertreten. Worum geht es dabei? Das Thema ist eigentlich für unseren Kulturraum nicht so sonderlich neu, weil wir hatten das Spätmittelalter hindurch den Jesuitenorden im christlichen Glaubenssegment, der sich sehr stark in die Politik hineingemengt hat und versucht hat, Vorstellungen, die er der Bibel entnommen hat, in die Tat umzusetzen. Es gibt, das ist jetzt neuere Forschung, aber auch Gruppen, die ganz bewusst auf Prophetien zugreifen und versuchen, diese in der Tat umzusetzen. Diese Gruppen finden wir im Christentum genauso wie im Judentum. Im Judentum sind sie vielleicht spezifischer, besser zu erklären. Das sind keine Gruppen, die ich jetzt zunächst mal fundamentalistisch nennen würde, weil Fundamentalismus heißt, dass man auf etwas Altes referiert und zurück will in eine Zeit, die mal vorher gewesen ist. Das sind rein messianistische Gruppen, über die ich jetzt sprechen möchte. Das sind also Strukturen, Netzwerke, die gut organisiert sind, die sich die Bibelprophetie anschauen und versuchen, die in ein Zeitsystem einzupassen, also auszulegen, für welche Tage ist das denn nun vorbestimmt, was dort zu lesen ist. Und die versuchen über Politiker, die sie kontrollieren, oder Leute, die am Rande der Politik organisiert sind, das dann auch tatsächlich umzusetzen. Wenn man jetzt von einer messianistischen Sekte oder einer messianistischen Richtung ausgeht, muss man sich das so vorstellen, dass diese Gruppe davon ausgeht, dass der Messias, so wie er in der Prophetie benannt wurde, quasi vor der Türe steht, also dass der jetzt demnächst das Weltenende im Grunde genommen einläutet unter dessen Ankunft? Es gibt da zwei Besonderheiten. Zum einen die, dass diese Sekten, diese in einer sehr eng verwobenen Sekten, der Meinung sind, dass die messianische Ära seit ungefähr 130, 40 Jahren Bestand hat. Dass also jetzt die Schlussgesicht in Anführungszeichen der Bibel, der Offenbarung oder vor allen Dingen des Alten Testaments, der Tora, jetzt durchgeführt werden müssen. Und man findet sie auch tätig an der Arbeit, was das anbelangt. Der Punkt, was sie eigen macht, ist folgender. Bleiben wir mal beim Judentum. Im Judentum gibt es eine Vorstellung eines kommenden Messias. Wir haben das in unsere Bilder sehr gut adaptiert, nur wir wissen nicht, dass es da einen Namen gibt, der heißt Messias Ben David. Der Sohn des David. In dieser sektiererischen Gruppe kennt man allerdings gleich mehrere Messias, vor allen Dingen zwei. Es gibt einen Endmessias, der denn kommt, wenn sich die gesamten Prophetien umgesetzt haben, nach der großen Schlacht von Armageddon. Und es gibt einen vorbereitenden Messias, einen Messias Ben Josef. Der ist nun während der letzten 150 Jahre etwa zuständig, dass sich die Prophetien in die Tat umsetzen. Dieser Messias Ben Josef wird von diesen Sekten als durchaus fassbare Gestalt angesehen. Also eine diesseitige Gestalt. Eine sehr diesseitige Gestalt. Und zwar wird er mit ihrer Gruppe selbst identifiziert. Also sie sind davon überzeugt, diese Sekten, dass sie der Messias Ben Josef sind, dass es ihnen zukommt, die biblischen Prophetien umzusetzen, um damit dann am Ende der Tage den Messias Ben David auszulösen.
der Messias Ben David kommt erst, wenn das Schlussgericht, das biblische Kampfgericht, was in Armageddon tagen wird, wo es zu einem unglaublichen Krieg kommen wird, erst dann wird es möglich sein. In einem Blutschwall wird der neue Messias geboren. Wie in einem Kreissaal, wo ja auch Blut fließt, wird es hier zu einer Wiederholung kommen. Nun muss man sich ja das offensichtlich nicht so vorstellen, dass das eine Gruppe ist, die die Bibel interpretiert oder dass die Tora, Talmud interpretiert und auslegt, sondern die im Grunde genommen für sich selbst in Anspruch nimmt, aktiv an der Umsetzung der dort gemachten Prophetien auch zu arbeiten. Oder ist das ein passives Interpretieren und Zuschauen? Nein, es sind zwei verschiedene Schritte. Es gibt den ersten Schritt der Beobachtung dessen, was in der Bibel ist, was haben wir überliefert bekommen, das Interpretieren dessen, das Einpassen in eine Zeitachse und dann die tätige Arbeit. Diese Arbeit ist ein großes Werk, was bei diesen Kreisen Tikkun genannt wird und bestimmten Leuten überlassen wird, die an der politischen Peripherie arbeiten. Viele aus dem Segment dieser Sekten sind in der Öffentlichkeit bekannt. Paul Wolfowitz beispielsweise, amerikanischer Vizeverteidigungsminister und späterer Weltbankpräsident, ist mit diesen Kreisen sehr eng. Benjamin Netanyahu, der israelische Finanz- und Außenminister, geht zu diesen sektiererischen Rabbis und lässt sich beraten, lässt sich briefen für die Tagespolitik. Welche Rolle in dem Bereich der Prophetie, weil das eben dann auch zu einem ganz konkreten aktuellen politischen Problem führt, in welcher Rolle hat die Thematik der Errichtung eines dritten Tempels in Jerusalem? Der dritte Tempel ist vielleicht das zentralste Element des Schlussgerichts, das man sich erwartet. Es gibt in Jerusalem den Tempelberg, auf dem bereits zwei Tempel gestanden sind, die beide im Zuge der israelitischen Geschichte gefallen sind. Bevor Israel in Galut, also in die Verbannung gegangen ist, Christi Geburt, gab es dort schon zwei Tempel, die fielen. Nun wird ein dritter erwartet für das Ende der Tage. Und das Problem ist nun, dass auf diesem Tempelberg, der für diese Kreise, das Judentum an sich, sehr, sehr heilig ist, ein sehr, sehr heiliges Gebäude steht, was den Muslimen wiederum sehr eng am Herzen liegt. Das ist die Al-Aqsa-Moschee. Die Muslime sagen, dass von diesem Tempelberg aus Mohammed in den Himmel gegangen ist. Und sie wollen natürlich von dieser Al-Aqsa-Moschee nicht lassen. Und sie pilgern halt eben jeden Tag dort hoch und verrichten ihre Gebete. Das Problem ist nun, dass die Sektierer sagen, diese Al-Aqsa-Moschee muss weg. Weil wenn wir einen dritten Tempel bauen wollen, so wie es in der Prophetie beschrieben ist, für das Ende der Tage, dann muss erstmal hier die Al-Aqsa-Moschee weichen. Und diese Thematik hat sehr viel Zündstoff in der israelitischen Innenpolitik. Es wird drum gerungen, was nun mit diesem Tempelberg zu passieren hat. Und die Messias-Sektierer haben schon wiederholt versucht, die Al-Aqsa-Moschee zu vernichten. Damit es gibt ja in dem Zusammenhang nicht nur das, ja, ich sag mal, passive Feststellen, dass diese Moschee weichen muss, sondern es gibt Brandanschläge, es gibt regelrechte Attentate. Also sind das dann Täter im Auftrag dieser Sekte oder sind das verrückte Einzelgänger oder sind das Zufälle, dass da plötzlich dann mal eben Moslems beim Gebet erschossen werden oder in die Luft gejagt werden? Da gab es das Goldstein-Massaker. Der Mann ist nun wiederum, also der Täter, in engster Beziehung genau zu diesen Sekten, von denen ich hier spreche. Er ist Verehrer des Rabbi von Lubavitch, der eine sehr zentrale Persönlichkeit in der Enzad-Gemeinde ist, in der israelischen. Er ist mit Kahane sehr eng verbunden gewesen, der wiederum halt eben zu dieser Klientel dazugehört. Wenn es beispielsweise auf dem Tempelberg zu Unruhen kommt, was es
mehr oder weniger alle 10 Jahre mal der Fall ist, dann stellt man fest, dass die Sekten immer wieder ihre Leute vorher hingeschickt haben. Und die waren dafür da, dass die Unruhen dann auch ausgebrochen sind. Zum Beispiel die Tempelberggetreuen ist ein Teil dieser Kabale, von denen ich hier spreche. Die werden dann dort hochgeschickt und die machen Rabatz und dann kommt die israelische Polizei und greift ein und dann fliegen die ersten Gewehrsalven sehr gerne dann erstmal in Richtung der Araber und die schnappen sich ihre Steine und schon ist die Intifada da. Das ist ja im Grunde genommen von der Beschreibung her genau das, was unmittelbar Konsequenz war jenes berühmt-berüchtigten Besuches von Ariel Sharon auf dem Tempelberg. Ist das da in dem Zusammenhang zu sehen? Ich würde sagen ja. Also Ariel Sharon hat ein unbestreitbares Näheverhältnis zu der Endzeitgemeinde. Allein schon über die Siedlergruppen, die ohne Recht dazu in den annektierten Gebieten ihre Dörfer errichten, ihre Wehrburgen errichten. Ariel Sharon kennt die Lubavitcher Sekte, ist mit den Leuten eng. Und wenn er dann zu einem speziellen Zeitpunkt, der kabbalistisch auslegbar ist, auf dem Tempelberg aufscheint mit einem hohen Polizeiaufgebot, dann möchte ich das keinem Zufall zuschreiben. Gut, und die Reaktion war ja dann auch genau so, dass die Konsequenz eben die erste Intifada gewesen ist. Die erste war 1990, da war er noch nicht unmittelbar beteiligt gewesen. Die zweite kam dann genau 10 Jahre später, wo er sich dann von der Regierung hat bewilligen lassen, dass er mit einem hohen Polizeiaufgebot dort hochmarschiert. Und aus Sicht der Araber natürlich die Al-Aqsa-Moschee schändet. Und dass da Steine fliegen würden, war klar. Dass dann allerdings die Polizei sofort mit scharfen Geschossen ein Massaker anrichtet, das war nicht a priori klar, musste aber dann in die zweite Intifada hineinleiten. Und wenn man sich halt eben anschaut, wie wird das denn nun gesehen in dieser Kabale, in diesen endzeitlichen Gruppierungen. Die unterhalten sich ja auch drüber, das kann man auch im Internet nachlesen. So sieht man sofort, sie sagen, es ist 10 Jahre später und es musste 10 Jahre später geschehen, weil wir hatten ja unsere Rabbiner, die uns das ausgelegt haben und es ist genauso gekommen, wie es kommen musste. Was für ein Zufall, dass halt eben dass Sharon gerade in dem Moment hochgegangen ist. Also man macht sich im Grunde genommen dann selbst zum Instrument der eigenen Interpretation der Prophetie und wird zum richtigen Zeitpunkt mit all den Konsequenzen, ich meine, das ist ja auch ein Zündeln in Richtung Kriegsgefahr oder in Richtung Bürgerkrieg oder Aufstand mit unvorhersehbaren Konsequenzen. Man macht sich dann selbst zum Instrument einer solchen politischen Interpretation. Es ist self-fulfilling prophecy. Es hat es gegeben, auch schon während des Tagekrieges, den Israel geführt hatte und im Zuge dieses Krieges hat Israel Jerusalem erobert, auch den Tempelberg. Und bevor dieser Krieg geführt wurde, hat die rabbinische, kabbalistisch gebildete Gemeinde gesagt, die Zeit ist jetzt reif. Jetzt, wir haben nachgerechnet, muss dieser Krieg kommen. Und 3 Wochen später war er da. Was für ein Zufall. Wir haben Berichte darüber, dass sich die israelische Regierung hat beraten lassen vor dem Hintergrund des ersten Irakkrieges von Bush Vater, als Israel unter Bedrohung stand, weil Amerika den Irak angriff, hat jeder damit gerechnet, dass der Irak dann gegen Israel zuschlagen würde, was der Fall ja auch war. Und die israelische Regierung hat sich beraten lassen von Bibelkundigen, die gesagt haben, am so und so vielten haben die ersten Raketen einzutreffen und die werden dort und dort landen und so war es dann auch. Also um das nochmal jetzt aufzubröseln, das heißt, der Start des Irakkrieges, des ersten Golfkrieges, ist zeitlich so gewählt worden, dass die Reaktion, die dann erwartungsgemäß erfolgte, nämlich das Einschlagen von irakischen Raketen auf israelischem Gebiet, in einen bestimmten Zeitplan passt. In ein Zeitfenster hineingehörte. Genauso wie es interessant ist zu beobachten, wann hörte der erste Irakkrieg auf. Das war um einen Purim-Feiertag hin und dieser Krieg wurde geführt von Bush Vater. Und der Krieg wurde dann 10 Jahre später fortgesetzt von Bush Sohn
und der Krieg wurde aufgenommen wieder in einem Purimsfeiertag. Purim ist ein Rachefeiertag des israelischen Volkes und es wurde sofort in der Gemeinde, in der NZ-Gemeinde darüber diskutiert, dass das genauso kommen musste, weil es war ja vorhergesehen, es war genauso vorhergesehen gewesen, dass der erste Krieg am Purim aufhört, der nächste am Purim fortgesetzt wird und dass es tatsächlich auch der Sohn ist, der dann intronisiert würde. Und da wurde ganz offen gesagt, dass es der Lubavitcher Rebbe beispielsweise ist, die Chabad-Gruppe in Amerika, eine Sekte, die sehr, sehr stark ist, sehr, sehr endzeitlich ausgerichtet ist, die jederzeit Zugang hat zum Präsidenten, dort oft eingeladen wird, dass es die Leute gewesen sind, die den Präsidenten gemacht haben erst und dann in die richtige Richtung geschickt haben. Ich würde gern, bevor wir auf die internationale Seite kommen, noch mit einem kleinen Punkt in Israel selbst bleiben. Nun ist es ja sicherlich so, dass eine solche radikal, ich hatte sie am Anfang fundamentalistisch, nennen wir sie messianistische Position, mitnichten die Position der Juden ist, mitnichten die Position beispielsweise auch der israelischen Parlamentarier oder der israelischen Politiker in toto ist. Ich würde das gerne festmachen an dem Schicksal von Rabin. Er hatte da sicherlich eine andere Position. Und wie ist es ihm dann ergangen? Rabin steht, also von daher erstmal nochmal zurückgeblickt. Es ist vollkommen richtig, man muss immer wieder trennen zwischen einer Führung und dem Volk, was darunter steht. Und unter Umständen die Führung gar nicht will. Das haben wir zum einen beim Zionismus, der dem Judentum häufig sehr schlecht bekommen ist. Und zum anderen natürlich auch, was die Endzeitgemeinde anbelangt, die in ihrer letztlichen Konsequenz antisemitisch ist, weil die Endzeitgemeinde möchte das Armageddon. Das Armageddon wird aber in Israel stattfinden. Das heißt also, da wird das Judentum angegriffen, weil in Israel leben nun mal mehr Juden als alles andere. Das zu der Trennung, die gut ist. Ja. Was Rabin anbelangt, er kam in die Position, dass er innenpolitische Schwierigkeiten hatte, durch den Irakkrieg. Das muss ich vorwegschicken. Der Irakkrieg war von amerikanischer Seite nur so zu führen, dass man sich im Mittleren Osten Gefährten suchte, die es erlaubten, dass man dort angriff, also Saudi-Arabien, dass man dort Basen errichten konnte, um gegen Saddam Hussein Krieg zu führen. Und diese Erlaubnis gaben diese Staaten mit einem Einverständnis, das Bush der Ältere geben musste. Und das Einverständnis lautete, ich, Bush, führe diesen Krieg auf eurem Boden gegen einen Bruder. Dafür verspreche ich euch aber, dass nach dem Krieg wir uns einsetzen, dass Palästina einen eigenen Staat erhält. Und als der Krieg vorbei war, hat Bush Senior genau das getan. Hat sich an die israelische Regierung gewandt und hat gesagt, ihr müsst es durchsetzen. Einer der wenigen Momente überhaupt in der Geschichte, wo ein amerikanischer Präsident sich gegenüber Israel durchgesetzt hat. Rabin hat das mitgetragen, vermutlich auch zum hohen Anteil aus echtem Anliegen, also nicht nur aus Druck. Hat es aber schwer gehabt im eigenen Land, wo die Position an sich eher rechter ist als bei uns. Also die Mitte in Israel ist eher rechts bei uns. Es war sehr umstritten, dass Palästina einen eigenen Staat bekommen sollte. Rabin hat es durchgesetzt und hat dafür bodenlose Anfeindungen erhalten von der Presse, von der politischen Opposition und auch aus Amerika, von Seiten der ultra-messianischen Gruppen, die dort stark sind. Und Rabin hat aber gesagt, ich mache weiter, ich gehe diesen Weg bis zum Ende. Dabei ständig vor Augen haben, dass ihn die Rechte mehr oder weniger schon fast zum Tode verurteilte. Rabin wurde auf Demonstrationen als SS-Mann dargestellt, da wurden Puppen angezogen, die halt eben SS-Uniformen anhatten, die sein Schild trugen mit seinem Namen drauf. Es wurde gesagt, dass der Mann gar kein Jude mehr sei, weil er hier israelisches Recht verletze, weil er Juden den Arabern ausliefere. Und es wurde wörtlich gesagt, so ein Mensch darf getötet werden. Das ist ein altes Wort von Maimonides, das ist ein alter jüdischer Philosoph, der sagt, es gibt bestimmte
Rechte, die darf man nicht verletzen. Und es gibt Rechte, die das Judentum betreffen. Und wenn ein Jude einem Nichtjuden ausgeliefert wird, dann ist er des Todes. Und diese atavistischen, uralten Begrifflichkeiten, die schon längst ad acta gelegt waren, wurden jetzt nochmal hervorgekramt von den radikalen rechten orthodoxen Gruppen. Das heißt, man hat also wirklich nachlesen können im Vorfeld des dann ja auch erfolgten Attentats, nachlesen können, dass es moralisch in Ordnung ist oder sogar schlimmer, schärfer, eine moralische Pflicht eines in dieser Richtung orientierten gläubigen Juden sei, Rabbin zu ermorden. Das war mehr oder weniger Common Sense in den Zeitungen und den Postillen der Rechten. Da wurden dann auch Umfragen gemacht, wie soll denn der Präsident nun zu Tode kommen, wie wollen wir ihn ins Jenseits befördern, ist es rechtens, wann sollte es passieren. Es war beängstigend, was dort gegen den Ministerpräsidenten veranstaltet wurde. Und der Täter? Der Täter stammte nun genau aus diesem messianistischen Umfeld, was nicht verwunderlich ist, wo sich im Grunde eigentlich Ultranationalismus und Prophetie die Hand geben. Und dass er schießen würde, stand fast zu befürchten, weil man kannte die Drohungen, die gegen Rabbiner ausgestoßen waren. Die kamen genau aus diesem Umfeld. Was ich noch sehr stark präsent habe, ist, dass unmittelbar vor dem Anschlag auf Rabbin eine Pulsa di Nura durchgeführt wurde. Das ist ein altes Ritual, ein kabbalistisches Ritual, ein okkultes Ritual, wo sich ultraorthodoxe Rabbiner dazu hergeben, einen Todesfluch auszusprechen gegen eine Persönlichkeit, die dann innerhalb einer kurzen Frist einzuhalten ist. Oder von oben, sagen sie, eingehalten wird. Also Gott würde dann praktisch dafür sorgen, dass es passiert. Ja. Respektive halt eben die Hand des Auserwählten lenken. Und genau in dem Zeitrahmen. Das waren dann 30 Tage nach diesem Todesfluch und innerhalb dieser 30 Tage ist er dann auch ermordet worden. Wenn man jetzt diese, angesprochen wurde das ja schon, diese Position ist ja durchaus eine Position, die dem Judentum an sich schadet. Eine geradezu erschreckende Blüte dieser Vorstellung ist ja die Interpretation des Holocausts aus dieser Sicht. Was kann man dazu sagen? Die Religion des Judentums hat sich natürlich auch mit dem Holocaust auseinandergesetzt und hat versucht, Erklärungen dafür zu bieten. Weil man kann nicht zum einen sagen, Gott ist bei uns, und das sagt das Judentum an sich, auch das Mainstream-Judentum ist überzeugt, dass sie die Auserwählten sind. Und zum anderen lässt Gott das zu. Richtig. Also muss es Gründe dafür geben. Zum Teil wurde von orthodox jüdischer Seite gesagt, dass die Gründe darin lagen, dass das Judentum gefehlt hatte, dass es sich gegen grundsätzliche Verhaltenstermina, die die Bibel vorgegeben hat, gegen ausgesprochen hat, widersetzt hat, in der Verbannung respektive im Exil, wie die westlichen Völker gelebt hatte. Aber es gibt halt eben auch geradezu beängstigende Positionen, die das Ganze in ein prophetisches Flussbett legen und sagen, es war angekündigt, es musste passieren und es ist passiert. Dazu gehört zum Teil halt eben das Umfeld des Lubavitchen, des Rebbe von Lubavitch, der wörtlich gesagt hat, es gab einen faulen Ast im Judentum, der musste abgeschnitten werden. Das brutale Ansage. Äußerst brutal. Ja. Und dieser Ast war das Judentum, was diesen Ruf nach Israel nicht hören wollte. Das sich gegen den Zionismus, dem Zionismus gegen widersetzt hat. Der Zionismus rief ja schon seit 50, 60 Jahren das Judentum auf, Europa zu verlassen und nach Israel zu gehen, oder nach Palästina damals noch. Und dazu ist es nicht gekommen. Und die prophetiebesessenen Rabbiner haben gesagt, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr euch wundern. Weil für diesen Widerspruch gegen das Wort Gottes, der da sagt, am Ende der Tage werdet ihr gesammelt werden und kommt dann zurück nach Israel, wenn ihr euch dagegen widersetzt, werdet ihr bestraft werden. Und der Holocaust wird als diese Bestrafung von
diesen messianistischen Kreisen angesehen. Wenn wir jetzt den Bogen, wir haben das ja schon gemacht, in die internationale Politik schlagen, Stichwort war schon der erste Golfkrieg und das Timing, dann impliziert das ja im Grunde genommen, dass Bush-Vater, weil es um ihn im ersten Golfkrieg geht, seine Kriegstiming, seine Angriffspläne und seine militärischen Überlegungen abhängig macht von einer solchen Sekte. Das heißt, jetzt sind wir ja plötzlich in einer Situation, wo ein innerisraelischer, innerjüdischer Religionsdisput, über den man bislang geredet haben, plötzlich weltpolitische Bedeutung bekommt. Ist das so zu verstehen? Also reagiert Reagan, reagiert in dem Fall Bush auf solche Ratgeber und unterwirft sich einem solchen Timing? Fakt ist, dass die messianistische Gruppe im Judentum in Amerika überstark ist. Also es sind einige hunderttausend Anhänger. Das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht so viel. Trotzdem ist es so, dass diese Gruppierungen, wie ich schon gesagt hatte, Zugang haben zum Weißen Haus. Es ist so, dass der Rebbe von Lubavitch, das Oberhaupt dieser sehr wichtigen Sekte, einen eigenen Feiertag bekommen hat vom amerikanischen Weißen Haus, das da gesagt hat, das ist einer der wichtigsten Männer. Dieser Mann hat, der Rebbe von Lubavitch, eine Goldmedaille erhalten als erster religiöser Führer, bevor der Papst mit dieser Ehre bedacht worden ist. Der Rebbe von Lubavitch, der hat genauso Zugang zum Kreml in Moskau. Wenn diese Gruppe, Chabad Lubavitch, wie sie heißt, in Deutschland ein Zentrum eröffnet, dann kommt die politische Prominenz und reicht ihm die Hand. Das letzte Zentrum, das eröffnet wurde in Berlin, war in Wilmersdorf. Da war der Außenminister Steinmeier und hat das Band durchschnitten. Diese Leute tun das natürlich nicht, weil sie einer Sekte was Gutes tun wollen. Sie wissen, dass diese Ideologien anfechtbar sind, die dort vertreten werden. Aber sie wissen genauso gut, wie stark das Standing dieser Gruppe ist. Weil sie zum einen es geschafft hat, über Israel ein Netz auszuwerfen, ein Einflussnetz auszuwerfen und dann wiederum über Israel durch die Israel-Lobby in aller Welt wirken. Ich würde trotzdem nicht behaupten wollen, dass es alleine Chabad Lubavitch zuzuschreiben ist, dass die Bush-Familie so stark sich kabbalistisch organisiert oder sich an kabbalistische Daten hält. Ich hatte am Anfang schon gesagt, diese Problematik ist nicht nur im Judentum verankert, sie ist genauso gut im Christentum. Und im Christentum haben wir die evangelikalen Kreise, die sich sehr, sehr stark an der Endzeit inspirieren. Die sagen genauso wie ihre jüdischen Brüder in Anführungszeichen, wir müssen durch das Tal der Tränen, wir müssen all diese Prophetien durchleben. Wenn wir das nicht tun, dann setzen wir uns gegen Gott. Und ein Teil dieser christlichen Kabale, nenne ich sie, sind die Bibelcode-Leute. Also vor 10, 15 Jahren hat es mal geheißen, wir haben jetzt einen Code in der Bibel, etwas Verschlüsselungssystematisches gefunden, mit dem man eine zweite Bibel lesen kann, indem man bestimmte Ereignisse auf einmal findet, die bisher so nicht zu lesen waren. Und diese Entschlüsselungsleute werden tatsächlich ins Weiße Haus eingeladen, ins Oval Office eingeladen, ins Pentagon eingeladen und beraten dort amerikanische Militärs, amerikanische Geheimdienstler, amerikanische Präsidenten und sagen ihnen, so und so muss das ablaufen, was jetzt halt eben Tagesgeschäft sein muss. Wenn wir das nicht tun, setzen wir uns gegen Gott. Wenn so etwas existiert bei einer säkularistischen Regierung, wie beispielsweise Carter es gewesen ist, ist das nicht weiter schlimm. Aber wenn sowas zusammentrifft mit einem sehr stark religiös geprägten Charakter, wie es bei Reagan war, der wirklich an das Armageddon geglaubt hat und bis zum Ende seiner Tage geglaubt hat, oder Bush, dann ist es gefährlich. Stichwort Armageddon und Stichwort Ronald Reagan. Man muss sich das so vorstellen, dass also hier ein amerikanischer Präsident davon ausgeht, dass er selber zu seinen Lebzeiten das aus der Bibel extrapolierte
prophetische Timing eines Weltenendes für erlebbar. Also dass etwas ist, was er selber erleben würde, was jetzt nicht irgendeine ferne Prophetie oder eben ein religiöser Glaubenssatz ist, sondern was konkrete politische Realität haben würde. Muss man sich das so vorstellen? Auftrag an ihn. Es ist der Auftrag an ihn, das durchzuführen. Er sieht sich als Handwerkzeug Gottes. Es gibt viele Aussagen von Bush Sohn gerade, also der Vater war wesentlich weniger religiös geprägt, aber Bush Sohn, der sagt, ich bin das Werkzeug Gottes. Er wurde einmal eingeladen zu einer Konferenz in den Nahen Osten, wo das Thema Palästina auf der Tagesordnung stand, und er hat in Anwesenheit führender palästinensischer und israelischer Politiker gesagt, ich habe von Gott den Auftrag erhalten, gegen Afghanistan vorzugehen. Und das habe ich getan. Und Gott hat zu mir gesagt, George, schlage jetzt los gegen den Irak. Und das habe ich getan. Und zuletzt hat mir Gott gesagt, versuche den Prozess hier im Mittleren Osten in Gang zu bringen. Und das tue ich jetzt. Das heißt aber, ja, oder andersrum gefragt, sind das jetzt quasi göttliche Eingaben, an die er selber in dieser Form glaubt? Oder ist das die Beratung genau jener Sekte, die ihn im Grunde genommen, ich sag mal, instrumentalisiert, um den Schritt und den Schritt in Richtung Armageddon dann auch durchzuführen? Ich würde sagen, dass es die Beratungsebene eher ist. Also ich glaube nicht, dass George W. Bush irgendwelche Stimmen hört. Also das ist auf jeden Fall nicht überliefert worden, dass es so wäre. Punkt. Es ist nur bekannt, dass George W. Bush bereits vor seiner Wahl zum Präsidenten engsten Kontakt mit evangelikalen Kreisen gehabt hat, mit Pastoren, die ihm gesagt haben, die Endzeit ist jetzt, du bist ausersehen, und er glaubt daran. Und das ist das eigentlich Wesentliche an der ganzen Sache. Es wird natürlich verschlimmert, die Situation noch dadurch, dass es Lobbygruppen gibt, die neben der Regierung, neben diesem direkten Draht arbeiten, wie beispielsweise die Neokonservativen. Die Neokonservativen sind ein Element, was letztendlich die imperiale Politik Amerikas mit der imperialen Politik im Mittleren Osten und mit israelischen Endzeitkreisen verbindet. Diese Leute haben vor dem 11. September gesagt, dass sie so einen bräuchten. Ein Jahr vorher wurde gesagt, wir haben einen großen Wurf vorzubereiten. Die amerikanische Politik muss jetzt sehr imperial sich gestalten. Ausgestattet ist 21. Jahrhundert. Richtig. Die Ressourcen werden knapp. Amerika muss sich sehr stark jetzt um den Mittleren Osten bekümmern, um eine offensive Ölpolitik. Was nicht überraschend kam, weil die Administration Bush war fast vollkommen aus dem Ölgeschäft gekommen. Und dann hat es geheißen, das wird sehr schwer sein umzusetzen, weil wir müssen auch nicht nur mit Widerständen im arabischen Raum zu kämpfen haben, nicht nur gegen die Russen, sondern auch im eigenen Bündnis, wenn Leute sagen, das machen wir nicht mit. Zumal zu einem Zeitpunkt, als der Kommunismus gerade zusammengebrochen war, wären ja, ich sag mal, für Naivlinge die Weichen auf Abrüstung, auf Entspannung, auf Friedenssicherung und ja, eigentlich Ruhe und Gelassenheit gestellt gewesen. Stattdessen wurden die Uhren in den USA in eine ganz andere Richtung gedreht. Durch die Neokonservativen vor allen Dingen, also Kreise wie Rumsfeld, wie Wolfowitz, wie Cheney, die ganz bewusst gesagt haben, wir wollen den großen Wurf. Amerika darf nicht sich zurücklehnen in Selbstzufriedenheit. Amerika wird darunter leiden, wenn wir jetzt eine zu lange Periode des Friedens haben. Diese Neokonservativen sind sehr stark spartanisch geprägt. Die sagen, es muss ein ständiger Kampf sein. Nur im Kampf wird man stark. Und sie haben gesagt, es wird schwierig, halt eben in diese Position hineinzuführen. Nur, wenn es einen Anlass gibt, einen ausschlaggebenden Anlass, wie ein zweites Pearl Harbor, das heißt es wörtlich in dem Papier, ganz am Ende von dem Papier heißt es, wir brauchen oder es wäre gut, ein zweites Pearl Harbor zu haben. Wenn sowas passiert, dann wird die Öffentlichkeit mitgehen und wird das unterstützen, was wir wollen. Und genau dazu ist es gekommen. Der 11. September war dieses zweite Pearl Harbor. Wenn man jetzt die verschiedenen
zeitlichen Aktivitäten, die passiert sind und die in Übereinstimmung mit der Prophetie oder mit einer spezifischen Auslegung durch diese Sekte in der Prophetie durchgeführt wurden. Wenn man das jetzt extrapoliert auf den 11. September, gibt es ja durchaus auch Fragezeichen, ob das jetzt wirklich ein Zufall gewesen ist oder wirklich 18 durchgeknallte Araber, die dann dort ein großes Showdown vorgehabt haben, oder ob da nicht im Grunde dann letztendlich ganz andere Leute dran gedreht haben. Also ich denke mir, dass da eine ganze Menge Leute dran gedreht haben und dass wir die wenigsten von ihnen sehen. Selbst wenn wir halt eben kritisch mit dem 11. September umgehen, wissen wir immer noch nicht, dass, und so ist es, die Endzeit-Kabale den 11. September erwartete als ein Ereignis, das prophetiert war, und dass sie das nachher auch gesagt haben. Sie bringen dann auch ganz gewisse Bibelstellen und Talmudstellen, wo dann drinne steht, es werden in der großen Stadt drei Mauern fallen, also drei Türme letztendlich, die drei Hochhäuser, und es wird halt eben ein großer Palast fallen. Das ist dann in Washington für diese Kreise klar ersichtlich, das Pentagon. Und dann kommt der große König von diesem Land und wird Krieg führen in allen vier Ecken der Welt. All das ist ja nun eingetreten und das wird dadurch prophetisch verstanden. Was interessant ist, es zu beobachten, ist, dass genau diese Klientel, diese sehr religiös geprägte Klientel, es immer wieder schafft, Rahmenbedingungen zu setzen, politische Rahmenbedingungen, die es höchstwahrscheinlich machen, dass es säkulare Strukturen gibt wie Geheimdienste, die dann mitspielen, aus eigenem Interesse, die dann praktisch diese Prophetie bedienen. In Amerika, wie gesagt, über die neokonservativen Kreise, Wolfowitz und Co., ist es gelungen, diesen Ölimperialismus zu verankern. Amerika hat da ganz diesseitige Interessen. Israel unterstützt die Lage natürlich auch. Für Israel war es gefährlich, einen Präsidenten im Amt zu haben, der sich unter Umständen komplett vom Mittleren Osten abwendet. So hat es zumindest am Anfang den Anschein gehabt. Also Bush hat gesagt, ich bin ein amerikanischer Präsident, wie es niemals einen amerikanischen Präsidenten gegeben hat. Ich ziehe mich zurück nach Texas, da komme ich her, ich bin kein Ostküstenpolitiker, ich habe mit der ganzen Sache dort im Mittleren Osten nichts zu tun. Das war für Israel natürlich gefährlich. Israel musste zusehen, dass sich dieser Präsident an seine Seite begab, und Israel hatte schon langfristig Planungen angestellt, diesen Krieg gegen den Terror tatsächlich durchzuführen, im Zeitfenster 2000 bis 2010. Das wurde alles vorskizziert. Es gibt diese Planungsskizzen aus dem israelischen Außenministerium und dem militärisch-geheimdienstlichen Komplex, wo das wörtlich drinne steht. Wir wollen diese Politik. Die war natürlich vor dem 11. September undenkbar. Nur der 11. September hat all das möglich gemacht. Genauso wie der 11. September Imperialismen in Amerika bedient hat, die dann auch wiederum über das Rumsfeld-Ministerium gelaufen ist. Rumsfeld hatte den klaren Plan, auch wieder aus Ölinteressen heraus, einen Krieg gegen Afghanistan zu führen. Als die Sowjetunion zusammenbrach, hatte Amerika ein starkes Interesse, sich der Ressourcen, die dort frei wurden, zu bedienen. Amerika hat ja nicht dafür gesorgt, dass Russland, dass die Menschen dort frei werden. Also diese selbstlose Politik gibt es nirgendwo. Und Amerika hatte schon Aspirationen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Man wollte diese großen, gerade in den südlichen Sowjetrepubliken befindlichen Ölquellen für sich nutzen. Dafür brauchte man aber auch irgendwie eine Abpumpmöglichkeit. Man brauchte Traversen, wo man das Öl hinbrachte und dann verladen konnte, damit es nach Amerika kam oder nach Europa oder nach Japan. Und dafür hatte man sich Afghanistan ausgesucht. Und man hatte mit den afghanischen Politikern gesprochen. Die waren damals genau die Politiker, die dann hinter zu den Feindbildern erklärt wurden. Das waren die Fundamentalisten. Und die Taliban. Das waren die Taliban. Und hat ihnen gesagt, okay, lasst uns zusammenarbeiten. Die Taliban haben sich aber geweigert. Die haben Forderungen gestellt, die für die Amerikaner nicht erfüllbar waren. Und die Amerikaner haben dann gesagt, okay, es ist jetzt ein halbes Jahr, bevor dann der 11. September passierte, was ich jetzt erzähle. Es gab eine Konferenz in Berlin,
wo führende NATO-Politiker zusammengetroffen sind mit amerikanischen Diplomaten und den Taliban. Und den Taliban wurde gesagt, fügt euch in unsere Erwartungen, helft uns mit der Pipeline-Traverse durch euer Land, damit wir das Öl abpumpen können. Wenn ihr das tut, dann werden wir euch einen goldenen Teppich ausrollen. Wenn ihr das nicht tut, dann bekommt ihr einen Bombenteppich. Wörtlich gesagt worden. Und seit dieser Konferenz gab es die Planung und die reale Planung aus dem Pentagon heraus, den Krieg gegen Afghanistan zu führen. Es sollte nur noch den Anlass. Er sollte stattfinden im Herbst 2001. Dann kam der Anschlag. Und er konnte geführt werden, der Krieg, wie man ihn brauchte. Das heißt, also nur um das auch vielleicht nochmal deutlich zu machen, die politische Ausrichtung der Taliban, die Position zu westlichen Werten, zu Demokratie, Freiheit und Menschenrechte, ist überhaupt gar kein Thema im Grunde. Nein, nein. Sonst könnte Amerika ja nicht mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten oder mit Pakistan. Oder auch mit Osama Bin Laden. Oder mit Osama Bin Laden, der immer auf den Paywalls des amerikanischen Geheimdienstes gestanden ist. Auch eine Sache, die völlig unten gehalten wird von der Informationspolitik. Es ist Fakt, dass Amerika in seiner Planung, die Sowjetunion niederzuringen, diese Planung begann unter Reagan, ganz bewusst auf das destabilisierende Element des Islamismus gesetzt hat. Der Islamismus, den gab es damals in der Form noch nicht, aber Amerika hat ihn skizziert. Man hat gesagt, okay, wir können eine solche Gruppe schaffen, die bis zum Letzten entschlossen ist, die auch militant ist, die sich durch uns militärisch ausrüsten lassen wird und die einen Krieg, einen echten Krieg gegen die Sowjetunion führen wird. Also dass der Sowjetunion im Grunde genommen das Vietnam verschaffen, wie Brzezinski das mal formuliert hat. Und dieses Vietnam war dann in Afghanistan geplant. Und dafür brauchte man natürlich Zwischenglieder. Also der CIA konnte das nicht selber erledigen. Die mussten unverdächtige Persönlichkeiten haben, die aus diesem kulturellen Raum stammten, diesem Werteverständnis Islam auch angehörten. Und da griff man halt eben in Saudi-Arabien, was damals schon der engste Verbündete Amerikas gewesen war, auf den Namen Bin Laden zurück. Bin Laden war ein großer Bautenmechaniker, also hat Hotels erstellt, Straßen etc. pp. War sehr eng mit der amerikanischen Elite und da hat man gesagt, wir brauchen jemanden aus eurem Haus, der das für uns macht, diese Arbeit. Und dann wurde der junge Osama Bin Laden den Amerikanern an die Hand gegeben und wanderte dann halt eben auf die Bezahlungslisten des CIA, hat einen neuen Namen bekommen, der ist dann Tim Osman anstatt Osama Bin Laden und man hat ihm gesagt, gut, stell eine Truppe zusammen und die werden wir dann bewaffnen. Und diese Truppe wurde damals unter dem Namen Qaida gebildet. Qaida ist letztendlich eine Liste von Namen, ist eine Computerdatei. Ja. Das ist eigentlich der Begriff im übertragenen Sinne. Ja. Da befanden sich alle Namen der Kämpfer, das waren Tausende, Bin Ladens drauf, die dann heute als Terroristen geführt werden, die allerdings dann nicht a priori Terroristen waren. Sie waren damals für die Amerikaner Freiheitskämpfer. Jeder einzelne von diesen Leuten, die halt eben bereit waren, mit Osama Bin Laden und den Amerikanern in Afghanistan gegen die Russen zu kämpfen, waren damals Freiheitskämpfer. Als man den Krieg beendet hatte, die Sowjetunion tatsächlich zusammengebrochen war, weil sie sich tatsächlich in Afghanistan eingemischt hatte und sich eine blutige Nase geholt hatte, hatte man dann wiederum das Bedürfnis nach einem neuen Feindbild. Gerade das wurde halt eben von den Neokonservativen gefordert. Sie haben gesagt, wenn wir ohne Feindbild sind, dann wird die amerikanische Politik stillstehen. Das darf nicht passieren. Also hat man sich den Islamismus genommen und dafür war Bin Laden zuständig. Und ich würde aus eigener Anschauung heraus tippen, dass Bin Laden noch zu der Zeit, als es die ersten Anschläge seiner Leute in Anführungszeichen gegen amerikanische Einrichtungen in beispielsweise Afrika gegeben hat, er immer noch mit den Amerikanern eng zusammengearbeitet hat. Das sieht man daran, dass Bin Laden Leute auf dem Balkan gearbeitet haben, zusammen mit dem amerikanischen geheimdienstlichen Komplex.
dass Bin Laden-Leute im Kaukasus gegen Russland gekämpft haben, im Interesse der Amerikaner. Und man sieht es auch daran, die Amerikaner hatten unter Clinton exorbitante Ergreifungssummen ausgelobigt für Bin Laden, auf seinen Kopf, Reward, dead or alive. Nur zum damaligen Zeitpunkt haben mehrere Staaten, wo Bin Laden sich aufhielt, sich an die Amerikaner gewandt und haben gesagt, er ist bei uns. Er ist genau in diesem Zeitpunkt jetzt bei uns. Wie wir ihr könnt ihn haben. Ja. Ihr könnt ihn lebend haben oder tot. Und in jedem dieser Fälle hat die amerikanische Regierung unter Clinton diese Festnahme hintertrieben. Im Sudan ist man sogar so weit gegangen, dass, weil die sudanesische Regierung einfach nicht locker gelassen hat und hat gesagt, wir liefern ihn euch jetzt aus, wir setzen ihn in das nächste Flugzeug, Clinton den Sudan mit Bomben angegriffen hat. Die Kungelei, das Zusammenarbeiten zwischen Amerika und Bin Laden ist zu meinem Begriff auch noch im Jahr 2001 feststellbar, unmittelbar bevor es zu dem Anschlag auf das World Trade Center kam, musste sich Bin Laden einer Nierenbehandlung, einer sehr, sehr komplizierten Nierenbehandlung unterziehen. Und er ist dafür nach Dubai gegangen, ins amerikanische Krankenhaus. Er hat nichts Besseres zu tun, wo er von den Amerikanern angeblich gesucht wird, als ausgerechnet in dieses Krankenhaus zu gehen. Und dort wird er dann auch noch vom lokalen CIA-Repräsentanten besucht. Das ist entlarvend bis zum Gehtnicht. Ja. Das heißt also, auch wer daran glaubt, dass es dann im Irak um die Frage ging, einen unsympathischen Diktator und zweifellos Massenmörder zu beseitigen und dort Demokratie und Recht und Freiheit zu implantieren, der geht auch von völlig falschen Voraussetzungen aus. Ja. Also für meine Begriffe ist es reine Prophetieerfüllung in diesem Fall. Weil die Amerikaner hätten diesen Krieg gar nicht führen müssen, weil der Irak war ja schon den Amerikanern zu Diensten. Wann immer Amerika Öl gebraucht hat, floss das Öl so, wie Amerika das Öl gebraucht hat. Es war nicht nötig, das Land so zu übernehmen, wie sie es jetzt getan haben, weil es ist ein instabiles Land. Also es hilft zum jetzigen Zeitpunkt der amerikanischen Regierung herzlich wenig. Der Punkt, dieses Moment der Erklärung, warum Amerika Politik betreibt, ist ja immer ein positives. Es ist ja immer eine Hilfe gegenüber der Welt. Es ist immer etwas Moralisches, mit dem Amerika auftritt. Wie die Bruderhilfe der Sowjetunion früher. Nichts anderes. Es ist genau das Gleiche. Der Punkt ist, wir brauchen uns vom Irak gar nicht weit weg zu bewegen, um zu sehen, wie doppelbödig die amerikanische Politik gerade vor dem Hintergrund der Prophetie ist. Es ist Amerika gewesen, welches Ahmadinejad, den Ultrakonservativen, in sein Präsidentenamt gehievt hat. Es war damals so, als die Abstimmung war, als die Wahlen ausgelobigt wurden im Iran, dass es einen gegenteiligen Prozess gegeben hat, einen gegenläufigen, einen Prozess zu mehr Offenheit. Also es war damals in aller Munde, dass die Jugend im Iran aufbegehrte, dass es Liberalisierungstendenzen gab, die noch von dem ehemaligen Präsidenten Rafsanjani herstammten, der das auch unterstützt hat. Es sah also danach aus, dass es zu einer Öffnung des Landes kam. Amerika konnte natürlich an dieser Öffnung kein Interesse haben. Zum einen, wie gesagt, diese kabbalistischen Gruppen konnten kein Interesse daran haben, weil sie setzen ja auf einen Konflikt im Mittleren Osten. Also keine Entschärfung, die schlecht wäre, die kontraproduktiv wäre. Zum anderen ist Amerika in seinem Run auf die Ölquellen auch nicht weitergekommen, wenn dort halt eben ein Regime installiert ist, was sich dem Land öffnet oder der Welt öffnet. Man brauchte letztendlich einen Popanz, gegen den man, wie halt eben im Fall Saddam Hussein, einen Krieg erklären konnte. Und das war Ahmadinejad. Der Punkt ist der, die Wahlen wurden ausgelobigt, alle Leute sind davon ausgegangen, es wird zu einer Liberalisierung kommen. Und genau in diesem Moment verkündet das amerikanische Außenamt wöchentlich, dass es Spionagedrohnen über dem Iran platziert hat und Spionageleute im Land, die danach schauen, wo können die nächsten amerikanischen Bomben einschlagen, wenn der Krieg, der schon längst in der Planung ist, wurde wörtlich gesagt, dann auch ausgeführt wird. Man kann sich vorstellen, was das für einen Aufschrei natürlich bei der Bevölkerung gegeben hat, die gesagt hat, warum werden wir angegriffen, wir haben nichts gemacht. Und natürlich nichts, was mit Wahlhilfe für liberalere oder westlich orientiertere Politiker zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Das hat die Situation natürlich im Iran aufgeheizt. Es wurde die Situation radikalisiert
Und als Sahnehäubchen hat dann die amerikanische Politik noch einen epochemachenden Aufruf gestartet, indem sie gesagt haben, wir rufen die liberale, die demokratische Opposition oder die Parteien demokratischer Provenienz auf, an diesen Wahlen nicht teilzunehmen. Wir rufen die Menschen im Iran, die demokratischen Herzens sind, auf, sich der Wahl zu verweigern. Weil diese Wahl ist doch sowieso nur eine Farce, nichts Echtes. Ja. Und an diesem Aufruf haben sich sehr, sehr viele Gruppen über die gesamte Welt verteilt, also alles Gruppen, die vom CIA erreichbar waren, bis hin in europäische, vermeintlich linke Kreise, beteiligt, mit dem Effekt, dass tatsächlich im Iran die Demokraten der Wahl fernblieben, ja. Und die Radikalen hatten dazu keinen Anlass. Die sind zur Wahl gegangen. Und was ist rausgekommen? Ahmadinejad. Genau den Mann hat man gewählt, den Amerika brauchte, um seinen letzten Krieg führen zu können. Wenn man sich das jetzt alles so unter dem Strich ansieht, dann steht ja im Grunde genommen zu befürchten, dass in der Planung, also nochmal Stichwort Armageddon, in der Planung dieser Kreise und auch dieser auslegenden Theologen von der Bibel ein großes, richtig schweres, weltumfassendes Blutbad genau das ist, was im Grunde genommen auf der Tagesordnung steht. Also steuern solche Leute wirklich auf im Zweifelsfall auch eine atomare Auseinandersetzung hin? Bewusst, es geht nicht ohne. Also Rabbi Waldmann, welcher der Führer dieser endzeitlichen, kabbalistischen, jüdisch-okkulten Kreise in Israel ist, hat gesagt, der Messias kann nicht kommen ohne einen vernichtenden Krieg. Der vernichtende Krieg ist die Vorbedingung. Das Blutbad und das Massensterben ist die Vorbedingung für die, Bedingung für den Messias. Ohne Krieg geht es nicht. Und Rabbi Waldmann ist nun der direkte Nachfolger des Sohnes des ehemaligen israelischen Chefrabbiners. Das sind Leute, die sind nicht ohne Einfluss. Ja. Wenn man über all diese Dinge in den Medien etwas lesen, über diese Zusammenhänge in den Medien etwas lesen möchte, dann sucht man in den USA oder auch hierzulande vergebens. Wie funktioniert das, dass im Grunde genommen solche Hintergründe, solche Informationen aus den etablierten Medien der kompletten westlichen Welt heraus transportiert wurden oder erst gar nicht hineinkommen? Hat man da die Presse oder hat man die Medien im Grunde da in einer Weise in der Hand, dass die da funktionieren oder wie geht das? Wir müssen uns, um das zu beurteilen, zunächst mal in die Position amerikanischer Krieger, das Pentagon, versetzen. Das Pentagon hat einen bestimmten Plan, der mit kriegerischen Auseinandersetzungen eng verkoppelt ist. Man weiß, dass die Öffentlichkeit keinen Krieg will. Man muss der Öffentlichkeit aber Krieg verkaufen. Ja. Und wie wichtig dafür die Presse ist, weiß das Pentagon spätestens seit dem Vietnamkrieg. Im Vietnamkrieg hat das Pentagon zeitweise die Presse nicht in der Hand gehabt. Und das Ergebnis war desaströs. Es kam also dann praktisch zu Hause zu einem Aufschrei und der Vietnamkrieg ist deswegen verloren gegangen, weil an der eigenen Basis die Menschen gemerkt haben, was dort geschah und Nein gesagt haben. Daraus hat man gelernt. Seitdem, oder eigentlich schon vorher, man hat im Grunde eigentlich in diesem schmalen Segment Vietnamkrieg die Presse verloren. Aber Amerika hat schon sehr, sehr lange bewusst hohe, hohe Summen nicht nur in die Rüstung gesteckt, sondern auch in die Pressekontrolle. Weil man weiß, wenn man dann einen Krieg führt, so wie man ihn gerade braucht, dann kann man ihn auch entsprechend verkaufen mit der Presse. Die Presse ist kriegsentscheidend in vielen Punkten. Das amerikanische Außenamt, vor allen Dingen der geheimdienstlich-militärische Komplex, hat nach dem Krieg eine regelrechte Presseleitungs- und Infiltrierungskampagne gefahren unter dem Stichwort Operation Mockingbird. Und da stand dann
drinne, wie haben wir mit der westlichen Presse zu verfahren, wie können wir die Leute kaufen, wie können wir sie kompromittieren, zentrale Figuren, die unter Umständen sich nicht kaufen lassen, wie kann man durch Tochtergesellschaften, die man gar nicht als unsere erkennt, den Meinungsmarkt okkupieren. Und so wurde es gemacht. Und es gibt eine Aussage des CIA-Chefs Casey, die stammt knapp vor der Zeit des Mauerfalls, wo man ihm gesagt hat, wir hören, dass es da Einflussnahmen des CIA auf die Presse gibt. Können Sie uns sagen, ob sowas tatsächlich der Fall ist? Und wird das tatsächlich gemacht? Übt der amerikanische Geheimdienst irgendwie Druck auf Presseleute aus? Und er sagt dann halt eben frank und frei, das wurde immer, überall und nach bestem Gewissen so gemacht. Das ist Normalpolitik. Das heißt also, wenn man das jetzt mal einfach zum Schluss auf Deutschland transferiert, muss man sich da so vorstellen, dass also in den meinungsführenden Medien, man wird wahrscheinlich nicht jedes Provinzblatt brauchen, aber dass in diesen meinungsführenden Medien Schlüsselpositionen, wenn es um internationale Politik geht, wenn es um die Frage der Interessen der Vereinigten Staaten geht, mit Personen besetzt sind, die dann entsprechend funktionieren und dann eben, siehe 11. September, ein fast gleichgeschaltetes Bild der Presse, der Medien sich in der Berichterstattung darstellt. Wir haben Zwischenglieder, Machtzwischenglieder, transatlantische Machtzwischenglieder, die dafür sorgen, dass die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeitsarbeit im Fahrwasser der Amerikaner läuft. Das ist zum Beispiel die Atlantikbrücke. Das ist eine sehr, sehr wichtige Organisation, wo führende Politiker von links bis rechts drinne sitzen und gebrieft werden dafür, dass sie ihr Schaffen auf keinen Fall anti-amerikanisieren. Fast diese gleichen Worte stehen in den Vertragsbedingungen jedes Journalisten, der bei Springer anfängt. Da steht drinne: Ich verpflichte mich, kein schlechtes Wort gegen Amerika zu schreiben, und ich verpflichte mich genauso, kein schlechtes Wort gegen Israel zu schreiben. Wenn das ein Journalist macht, kann er von heute auf morgen rausgesetzt werden. Wir haben gleichzeitig natürlich auch Gruppen wie Medientaikune, die, wo man sagt, wo haben die das Geld denn auf einmal alles her? Die sich dann einkaufen und mal ganz schnell eine ganze Senderfamilie in Deutschland einkaufen, wie Chaim Saban. Chaim Saban ist amerikanisch-israelischer Doppelpassbürger. Chaim Saban, seine Entourage zumindest, gibt damit an, dass sie beste Verbindungen zum Mossad haben. Er hat Milliarden in seiner Tasche und keiner weiß genau woher. Der Punkt ist, er geht nach Deutschland und kauft sich Sat.1, Pro7, Kabel1, DDP und so weiter und so fort. Macht natürlich damit auch Meinung, schafft Meinung, ganz bewusst. Ich glaube, als letzten Punkt auch versucht man dann Politiker ganz bewusst zu kaufen oder halt eben vor allen Dingen Mediengrößen zu kaufen. Wenn das nicht gelingt, werden die Leute halt eben dann kompromittiert, was wiederholt der Fall gewesen ist. Gerade jetzt vor den neuesten Erkenntnissen zum Fall Kampusch in Österreich kann ich sagen, dass es verschiedene Kinderhändlerringe gegeben hat, die immer wieder aufgetaucht sind an Orten zentraler Macht, wie zum Beispiel in Brüssel oder in Washington, wo man hinterher gemerkt hat, da wurden minderjährige Politikern oder Medienleuten zugeführt, es wurden heimlich Fotos davon gemacht und dann hat man die Leute dann auch im Sack gehabt. Wenn die irgendwann nicht mehr so mitgespielt haben, dann haben die am nächsten Tag ein Foto bekommen, ein Polaroid, und dann haben die wieder mitgespielt. Oder nehmen wir noch was anderes. Wir hatten immer eine sehr, sehr starke Linke bei uns, eine linke Medienkultur. Diese linke Medienkultur brach 91, 92 wie eine Seifenblase auseinander. Und ich habe mich gefragt, was passiert hier eigentlich? Die Leute haben doch immer sehr kritisch Bericht erstattet gegenüber der amerikanischen Außenpolitik. Und es war damals auch angesagt, kritisch zu bleiben, weil das war die Zeit, 92, des Kriegs gegen den Irak. Und für meine Begriffe klar nachzuvollziehen, warum die Leute eingeknickt sind, zum Jahr 92 gab es die Affäre um die Stasi-Akten. Und zwar die sogenannte Rosenholz-Akte. Das war eine riesengroße Datei, wo die ganzen westlichen Mitarbeiter der Stasi drauf geführt wurden. Und diese Leute mussten natürlich Angst haben, dass sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wurden. Diese Akte gab es, die DDR brach zusammen, Kohl ging hin nach Ost-Berlin und sagte, ich hätte gerne die Akte, und die sagten, die ist schon weg.
Und die Akte landete in Amerika und in Israel. Und wurde genutzt. Und von heute auf morgen, als Amerika dann seinen Irakkrieg geführt hat, knickten dann die ganzen Altlinken ein und schrieben Hurra-Berichte für den amerikanischen Krieg. Hätten sie es nicht getan, hätten sie am nächsten Tag ihre Stasi-Akte auf dem Tisch gehabt, respektive in der Öffentlichkeit. Für diesen Blick hinter die Kulissen ganz herzliches Dankeschön. Wer sich weiter informieren will, dem seien die Bücher, das letzte Buch, Erstmann hätten dann Berlin, Messianistennetzwerke treiben zum Weltenende, empfohlen. Das Material, was dort zusammengetragen ist, lässt einem in der Tat den Atem stocken. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Thank you.